Ein herzliches Willkommen zu einem kleinen Produkttest. Und zwar geht es heute um einen Luftreiniger von der Firma Beurer. Und zwar das Modell LR300. Ja, was kann so ein Luftreiniger? Wie wir hier sehen, habe ich ihn hier mal schon mal ausgepackt. Und gleich an der Front sieht man, dass hier 99,5% Filterleistung herrscht. Das heißt, es wird einfach alles aus der Luft vernichtet. Also durch einen Vorfilter, durch einen Aktivkohlefilter und nochmal durch einen HEPA-Filter. Und zusätzlich kann noch ein UVC-Licht zugeschaltet werden, das dann auch noch zusätzlich Gerüche aus der Luft entfernen soll. Dieses Gerät eignet sich für 35 Quadratmeter, gibt es der Hersteller an. Und es soll letztendlich für eine gesunde Raumluft sorgen. Und das alles in einem kleinen Gerät. Wir müssen am Anfang, das habe ich vorher schon gemacht, man kann das Ganze hier aufklappen und nach oben abheben. Und dann sehen wir auch schon den Filter darunter. Wenn man das ganze Gerät kauft, ist dieser Filter hier noch in einer Folie verpackt. Und dann kann man den ganz einfach entnehmen. Und zwar zieht man hier einfach an der Seite und schon hat man den Filter in der Hand. Hier sehen wir auch schon den Kohlefilter und auf der Rückseite hier den zweiten Filter. In der Mitte ist dann der dritte Filter verbaut. An der Rückseite sehen wir jetzt hier den Ventilator. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Hier oben sind die Bedienknöpfe, die man dann eben aktivieren kann, wenn man wieder vorne die Hülle drauf macht. Jetzt stecken wir das Ganze gleich mal wieder rein. Also wir sehen, das geht ganz einfach. Der Hersteller gibt auch an, dass man den Filter 6000 Stunden lang benutzen kann. Also das dürfte für eine Zeit reichen. Zum Einhacken einfach wieder oben reinhängen. Und dann sind unten Magneten und das war's auch schon. Jetzt schalten wir das ganze Gerät mal ein, hier oben. Jetzt haben wir den vollen Lüfter. Hier kann ich das Ganze jetzt runterregeln. Das ist die geringste Lautstärke bzw. auch die geringste Lüfterleistung. Jetzt schalten wir nochmal auf Mittel. Und wie gesagt, das Maximum. So, zusätzlich können wir eben, wie vorhin erwähnt, den UVC-Schilder noch, Filter noch eben dazuschalten, anschalten, dazuschalten, je nachdem, wie man eben das möchte. Ist natürlich auch ein bisschen von der Energie, sage ich mal, wenn der UVC-Filter aus ist, verbraucht natürlich der ganze Filter auch ein bisschen weniger Energie. Ja, dann haben wir hier noch einen Automodus, der sich der Luft anpasst, beziehungsweise je nachdem, was wahrscheinlich die Qualität der Luft in der Umgebung betrifft, würde jetzt hier im Prinzip die Lüfterleistung ganz hoch setzen. Und genau, ja, wir wollen aber das Ganze wieder runtersetzen. Am Schluss haben wir an der Seite hier noch einen Timer, den können wir auf 2 Stunden, 4 Stunden oder 8 Stunden setzen. Und nach der vorgegebenen Zeit geht das Ganze dann eben aus. Ja, insgesamt ist das gute Stück so um die 200 Euro zu erhalten. Und was erwartet euch? Hier ist eigentlich alles in einer super Qualität. Also wenn ich das Ganze auch mal umdrehe, ich mache den Filter mal aus und zeige euch mal die Rückseite. Auch an der Seite hier sieht man die Schlitze zum Reingreifen, beziehungsweise holt sich da, denke ich mal, der Lüfter seine Luft. Und an der Rückseite haben wir hier auch nochmal einen kleinen Greifarm drin. Und ja, das war's auch schon. Also ich muss sagen, ich finde dieses Gerät wirklich super und man merkt schon nach geringer Zeit, dass sich die Luft wirklich deutlich verbessert. Gerade durch diesen UVC-Filter, wenn der aktiviert ist, spürt man eigentlich deutlich, dass auch Gerüche langsam entfernt werden. Damit wird auch ein bisschen geworben, dass dadurch auch so Zigarettengerüche und Küchengerüche, Katzengerüche, je nachdem, damit eben entfernt werden können. Ja, also wie gesagt, ich bin davon echt überzeugt und kann dieses Produkt wirklich nur weiterempfehlen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.